Ja, guten Morgen, ein herzliches Willkommen von meiner Seite, von unserer Seite. Der Titel des jetzigen Gesprächs ist noch nicht eingeblendet. Gestern sah man den Titel des Gesprächs immer hier hinten. Jetzt kommt er: Zusammenleben. Das hat mich erinnert. Ja, wir haben die Europawahl unlängst gehabt und eine ehemals stolze Volkspartei, Sie können sich alle erinnern, hat groß geworben mit großen Plakaten, der Spitzenkandidatin Barley in der Mitte, Menschen drumherum, und darunter stand Zusammenkommen. Und ich habe auch dran gedacht, letztes Jahr Weltmeisterschaft, die Fantastischen Vier. Lass uns ein bisschen noch zusammenbleiben. Es gibt also eine große Sehnsucht offenbar nach Zusammensein, Zusammenleben. Und es gibt einen messbaren Trend, nämlich wachsende Single-Haushalte, zersplitterte Milieus, mehr nebeneinander als miteinander. In Reaktion auf die segregierte Gesellschaft hat ein Begriff jetzt wieder Konjunktur, der schon mal als so eine Art Ladenhüter gehandelt wurde, nämlich der Begriff der Öffentlichkeit. Wo treffen unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Milieus noch aufeinander? Wie erreichen wir gesellschaftliche Teilhabe? Wie gelingt es, der Spaltung entgegenzusteuern, und müssen wir überhaupt der zunehmend zersplitterten Gesellschaft entgegensteuern? Darüber wollen wir diskutieren, und ich freue mich, ja, drei ganz unterschiedliche Analyse- und Lösungsansätze wahrscheinlich heute hier auf dem Podium zu haben. Ich begrüße ganz zu meiner Rechten Elisabeth von Tadden, Zeitredakteurin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die berührungslose Gesellschaft. Was ist die berührungslose Gesellschaft? Darüber erfahren wir gleich bestimmt noch mehr. Peter Siller, ganz neben mir, Leiter politische Bildung Inland, Heinrich-Böll-Stiftung, muss ich niemanden hier vorstellen, ist ja seit ein paar Jahren sehr, sehr prominent und aktiv bei der Konferenz Die grüne Erzählung. Und zu meiner Linken Stefan Lesenich, Professor in München, Soziologe, hat ein Buch geschrieben, Neben uns die Sintflut. Schön, dass Sie alle drei da sind, ich freue mich. Und Sie haben auch Gelegenheit mitzudiskutieren. Wir möchten es gerne so machen, dass wir die ersten 40, 45 Minuten hier auf dem Podium sprechen, 40 Minuten, und dann haben Sie Gelegenheiten, also wann immer Sie zwischendurch denken, oh, jetzt habe ich ein Statement, eine Frage, ich möchte mich einbringen, notieren Sie es auf den Zettel, wir kommen dann auch zum Publikum. Ja, erste Frage, Elisabeth von Tadden. Wir haben die MeToo-Debatte, wir haben übervolle U-Bahnen, wir haben Gedränge auf allen, fast allen öffentlichen Plätzen, am Kudamm etc. Da haben Sie ein Buch geschrieben, Die berührungslose Gesellschaft, die rein körperlich kaum mehr in Kontakt miteinander kommt. Vielleicht erklären Sie das kurz, und dann gleich als Frage, die ich noch mitgeben möchte, hat dieses, wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, dieses Bemühen um den unversehrten, den heilen, den perfekten Körper, hat der vielleicht zu tun, oder ist es eine Begleiterscheinung von einer zunehmend segregierten Gesellschaft, in der Öffentlichkeit verloren gegangen ist? Ja, also zunächst mal liegt mir daran, dass ich keine Verfallsdiagnose schreiben wollte, sondern dass ich aufzeichnen wollte, was eigentlich geschehen ist in dieser Geschichte der Moderne, wo die unfreiwillige Berührung, die Zwangsgemeinschaft, dass Menschen einander zu nahe gekommen sind, in Lebensformen, in denen die Übergriffigkeit einfach zur Tagesordnung gehörte, dass diese Lebensformen zurückgetreten sind gegenüber denen der freiwilligen Nahbarkeit. Und das finde ich erstmal eine große Erfolgsgeschichte, freiwillige Nahbarkeit. Das heißt, dass man entscheiden kann, von wem man angefasst werden möchte, dass man entscheiden kann, wie man sich die Aufgaben der Nähe teilt, dass man also nicht qua Geburt hineingezwungen wird in eine bestimmte Form der Dichte, der man kaum entkommen kann. Für mich ist immer das Beispiel der Didier Eribon mit seiner Rückkehr nach Reims, der Soziologe, der seine Kindheitsgeschichte aufgeschrieben hat. Das ist eine Geschichte, in der leben immerfort Menschen in einer unfreiwilligen, qualvollen Nähe zueinander. Die Kinder teilen sich das Bett, sie müssen die Prügeleien und Vergewaltigungen der Eltern im gleichen Zimmer mit ertragen. Mehr Raum ist nicht, es wird gefroren, es wird auch durchaus übrigens gehungert. Er erzählt immer wieder davon, wie kalt es war. Das Kind hat nicht genug zu essen gehabt, und diese unfreiwilligen Formen der Nähe erlebt. Also da rausgekommen zu sein in den letzten Jahrzehnten, das ist nicht nur in der bundesdeutschen Zusammenbruchsgesellschaft, sondern auch im Vergleich mit der DDR-Geschichte ein stetiges Hinzugewinnen von Raum, von den Möglichkeiten, Türen zuzumachen, aber natürlich auch eine Ächtung von Gewalt, also
ich brauche nur zu sagen, die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Wir haben einfach es vermocht, uns den Luxus zu verschaffen, dass wir Abstand halten können. Und diese berühmte Kölner Überbürgermeisterin mit der Armlänge, die man einhalten möge, ist dafür ein Ausdruck. Aber, und dann beginnt das Bild eben zu kippen. Wir alle wissen jetzt aus der Einsamkeitsforschung und aus der Wohnflächenforschung, wie unfreiwillig in vielen Fällen das Alleinsein dann ist. Es gibt nur noch in 3% aller Haushalte leben 5 Menschen. Die durchschnittliche Wohnfläche liegt bei 45 Quadratmetern pro Kopf. Und jetzt könnte man viel darüber elaborieren, wer wohnt eigentlich, freiwillig oder unfreiwillig, wie. Und ich meines Erachtens ist durch die große Flüchtlingsmigration uns allen vor Augen getreten, dass wir auf eine Weise wohnen, mit einem Platz, auf Flächen, wo wir uns durch das Schließen der Türen von den anderen Menschen trennen können, die ungeheuer fragwürdig ist. Und nicht nur aus ökologischen Gründen, weil wir auf die Weise Flächenverbräuche haben, die jeder, aber auch jedem Votum von Greenpeace widersprechen. Kurzum, plötzlich tritt alles in ein neues Bild miteinander. Und die Frage, ist das vielleicht eine Berührungslosigkeit, die uns auch auf eine fragwürdige Weise voneinander trennt? Das ist diejenige, die ich gegenwärtig hochspannend finde. Danke. Peter Seeler, freiwillige Nahbarkeit, habe ich eben gehört, gleichzeitig großer Raum für Individualität, für Individualismus verbunden, auch mit Einsamkeit. Sie haben gestern in der Einführung schon von der Notwendigkeit der öffentlichen Räume gesprochen. Warum brauchen wir öffentliche Räume? Reicht nicht die freiwillige Nahbarkeit? Das heißt, wir können es uns aussuchen, mit wem wir in Kommunikation gehen, um das jetzt noch ein bisschen aufzudröseln. Ja, guten Morgen erstmal. Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe Elisabeth von Thadden aufmerksam zugehört und habe gemerkt, dass wir, glaube ich, schon bei einem der schwierigsten philosophischen Probleme überhaupt sind, nämlich wie ist es eigentlich mit der Bindung und der Freiheit, ne? Deswegen geht mir da jetzt keine einfache Antwort über die Lippen. Ich will aber trotzdem mal sagen, dass diese Figur der Freiwilligkeit sicher ganz elementar ist und dass wir trotzdem uns wahrscheinlich Bindung und am Ende vielleicht auch Berührung nicht einfach als einen Akt vorstellen dürfen, über den man jederzeit sozusagen frei entscheidet. Ja, ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht, aber ich liebe sie halt trotzdem. Oder das ist. Das trotzdem hat so ein bisschen Trotz in der Stimme. Ja, nein. Das ist auch ehrlich gesagt, finde ich, sehr entlastend, ich würde auch sagen, Liebe und Freundschaft nicht einfach frei verfügbar sind. Ja, das ist, da wäre ich wirklich auch bei Hartmut Rosa mal, da tritt mir was entgegen. Das ist für mich verbindend, auch wenn ich es mir nicht ausgesucht hätte, aber das ist halt schon die Komplexität der ganzen Frage. Frau von Storch hat mich gefragt, was eigentlich jetzt die Idee der Öffentlichkeit ist. Und ich wollte, wenn ich das darf, mal zwei Sachen aufnehmen gleich. Ich mag diese Figur des Zusammenlebens sehr gerne, weil die vielleicht gar nicht so trivial ist, wie sie daherkommt. Es ist ja im Moment viel von Zusammenhalt die Rede. Ja? Zusammenleben ist nicht so gesetzt. Zusammenhalt ist ja eigentlich der Begriff, den man überall hört. Und wir haben uns gedacht, das ist zwar, wir verstehen die Intention, aber vielleicht geht es auch erstmal ein bisschen bescheidener, weil bevor Menschen zusammenhalten, ist ja mal vielleicht eine Voraussetzung, dass sie sich überhaupt wieder sehen, dass sie sich, da sind wir noch gar nicht beim Berühren, dass sie sich überhaupt mal wieder wahrnehmen und vielleicht im Idealfall auch mal wieder miteinander sprechen. Ja, so. Und natürlich ist die Hoffnung, die sich damit verbindet, schon, dass dann auch vielleicht neue Solidarität erwachsen kann. Und das führt auf den Begriff der Öffentlichkeit, wo ich sagen würde, dass dieser Begriff der Öffentlichkeit Konjunktur hat, würde mich freuen. Wir dachten aber eher, es wird höchste Zeit, mal wieder zu sprechen, weil wir das irgendwie als Paradox empfunden haben,
dass in der Zeit, in der eigentlich der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit eigentlich in die politische Arena gehört, aber da gar nicht richtig ist. Ja, insofern ist es auch eher der Versuch oder ein Appell, mal wieder stärker über Öffentlichkeit zu sprechen. Und Öffentlichkeit hat, wenn man es sich systematisch anschaut, vielleicht drei Dimensionen, könnten aber auch 10 oder 8 sein. Also mir jedenfalls gehen drei, also ich halte drei dafür sehr relevant. Das ist einmal Öffentlichkeit verstanden als Zugang zu öffentlichen Gütern. Ich sage das jetzt mal so. Also sozusagen ein öffentlicher Zugang. Das ist zweitens die Figur, die wir jetzt schon angedeutet haben, der öffentlichen Begegnung. Und es ist vielleicht drittens sowas wie öffentliche Gewährleistung von ja, öffentlichen Infrastrukturen, öffentlichen Räumen, öffentlicher Teilhabe. Also Zugang, Begegnung und staatliche Gewährleistung. Wenn man, letzter Gedanke von mir in dem Moment, wenn man jetzt diese Figur der Begegnung mal etwas akzentuiert, das ist ja auch der Punkt von Elisabeth von Thadden, dann ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass diese Figur der Öffentlichkeit wirklich auf die Zusammenkunft der Unterschiedlichen zählt. Und das meint nicht nur der kulturell Unterschiedlichen. Kulturelle Faktoren führen auch zu sozialen Ausschlüssen. Das ist nicht eine ganz andere Kategorie, sondern wirklich auch sozusagen der Unterschiedlichkeit in der sozialen Lage, im sozialen Milieu, der sozialen Schicht oder der sozialen Klasse. Und diese, wenn man sich Öffentlichkeit so vorstellt, hat es natürlich enormen Sprengstoff, weil das weder auf ein homogenes Bild führt, noch auf ein Bild der Harmonie, wie das bei Grünen auch teilweise gezeichnet wird, sondern erstmal auf ein Bild sozusagen auch des Sich-Fremdseins, der Auseinandersetzung, vielleicht auch des Streits. Und die, vielleicht ist das zu komplex gedacht, aber die These ist, dass es genau diesen Streit und diese Konflikte irgendwie braucht, um dann auch Empathie und Solidarität überhaupt entwickeln zu können. Denn wenn man das überspringt, ja, und sozusagen das unsichtbar macht, dann kann es, glaube ich, gar nicht funktionieren. Da möchte ich gleich reinbringen, gestern, ich weiß nicht, wer von Ihnen gestern da war auf dem Podium, da sagte Robert Habeck, es diese Begegnung von Unterschieden, das Sehen von Unterschieden muss nicht zwangsläufig, was war seine These, nicht zwangsläufig zu mehr Solidarität führen, wie es eben angeklungen ist bei Peter Siller, sondern hat auch vielleicht eine Komponente von Neid, nämlich zu sehen, ah, den anderen geht es ja besser als mir. Das heißt, es kann Unfrieden schüren. Die Frage an Stefan Lesenich, ist zwangsläufig Begegnung von Unterschieden, ist das eine Sache, die zu mehr sozialen Miteinander führt? Oder ist es vielleicht auch etwas, ich sehe Unterschiedlichkeiten, die werden sichtbar und das ist ein Antrieb, der vielleicht auch zu Veränderungen führt? Also erstmal auch schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Ich würde gern, bevor ich dazu komme, um etwas in Dialog zu treten, nur zwei Anmerkungen oder eine jeweils zu den beiden Vorrednerinnen anbringen. Zu der Geschichte sozusagen von Freiheit und Freiwilligkeit. Das Buch, das Sie erwähnt haben, der ganze Sinn ist zu sagen, ja, und wir müssen auch die Gegengeschichte erzählen. Ja, dass die Freiheiten und die Freiwilligkeiten, die wir uns auch erkämpft haben und jetzt in Anspruch nehmen, dass die vielleicht auch dadurch, dass wir diese Freiheiten und Freiwilligkeiten in Anspruch nehmen und nehmen können, dass die vielen anderen Menschen abgesprochen werden. Ja, dass viele andere Menschen unter Zwängen und unter Unfreiheiten leben, womöglich, weil wir diesen Zugewinn an Freiheit und Freiwilligkeit auch in demokratischen Öffentlichkeiten gewonnen haben. Ich würde Peter Siller unmittelbar zustimmen. Zusammenhalt ist nicht nur eine anspruchsvolle Kategorie, sondern trägt auch schon das Exklusive und Abwehrhafte in sich. Ja, wir halten zusammen gegen jemanden. Jetzt könnte man sagen, bei Solidarität ist das auch der Fall, aber ich komme dann gleich dazu in Antwort auf Ihre Frage. Also Zusammenhalt ist ein sehr starker Begriff und aber auch stark in seiner, in seinen Implikationen, sich gegen etwas anderes zu wehren, ja, und abzuschließen. Und von daher ist mir Zusammenleben auch sehr, sehr viel sympathischer.
Zu Ihrer Frage. Ich meine, erstens würde ich gerne gleich zu Beginn mit einbringen, dass wir schon berücksichtigen müssen, wenn wir über Öffentlichkeiten und öffentliche Räume sprechen dieser Gesellschaft, dass wir, das mag jetzt irgendwie so aus Prinzip klingen, dass ich das sage, aber ich finde, es ist schon wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die in ihrer ökonomischen Verfasstheit kapitalistisch ist und wo es öffentliche Räume und Öffentlichkeiten immer zu erkämpfen oder zu bewahren gilt vor privaten Räumen oder vor kommodifizierten Räumen, vor kapitalisierten Räumen. Das heißt, es gilt, den öffentlichen Raum immer zu schützen oder auszuweiten gegen etwas. Ja? Also von daher könnte man vielleicht auch sagen, dafür braucht es Zusammenhalt womöglich. Aber wir haben eine Tendenz, öffentliche Räume als kapitalisierbare, als verwertbare zu betrachten. Und da geht es nicht nur um öffentliche Plätze, sondern ums Bildungswesen, ums Gesundheitswesen, um die Familie. Ja? Und ich glaube, die öffentlichen Räume gilt es sich immer wieder neu zu erstreiten, solange diese Gesellschaft ökonomisch so verfasst ist, wie sie verfasst ist. Und dann komme ich jetzt wirklich zu dem Punkt, dann scheint mir es so zu sein, dass wir uns bewusst sein müssen, dass mehr Öffentlichkeit auch mehr Streit bedeutet. Die Soziologie würde klassisch sagen, Streit ist wunderbar, ist nämlich eine Vergesellschaftungsform, ja, ohne jetzt hier seminaristisch zu wirken, aber bei Georg Simmel ist das ganz klar, Streit, Konflikt ist etwas, was uns einerseits auseinanderbringt, aber andererseits auch zusammenführt. Ja, und genau in dieser Doppelbewegung konstituiert sich auch Öffentlichkeit. Und deswegen sollte man einerseits keine Sorge vor diesem Streit haben, andererseits würde ich sagen, wir sind ganz wenig an solche Formen des Streits und des Konflikts gewöhnt. Wir sind da ganz schlecht eingeübt. Und öffentliche Räume sind auch Lernräume des Streits. Zu dem Punkt des Neides, ich weiß es nicht. Also Sichtbarkeiten sind meines Erachtens eher positiv. Wenn man über öffentliche Räume spricht, dann geht es auch um Sichtbarkeiten. Und wenn ich sehe, wie krass die Ungleichheiten in dieser Gesellschaft sind, weil ich mich nicht mehr nur in meinem eigenen, quasi öffentlichen Raum bewege, ja, dann kann man sagen, oh, dann entsteht Neid von unten. Ist aber vielleicht auch ein positives Gefühl, ja? Nicht nur eine Todsünde, sondern auch etwas, was zur Vergesellschaftung beitragen kann. Man sieht vielleicht auch, man hat vielleicht auch ein Gefühl des Mitleides von oben. Ja? Also ich kenne Öffentlichkeiten, wo man einfach die soziale Klasse an der Körperlichkeit erkennt. Ja, Zahnlücke. Da sieht man in der Öffentlichkeit, wer arm ist. Und vielleicht mobilisiert das auch etwas. Also ich glaube, diese Differenzen können auch mobilisieren und das Tolle an Gesellschaft ist, man weiß nicht, wie es ausgeht. Ja, also das kann, dieser Streit kann auseinanderführen, aber auch irgendwie zum Zusammenleben beitragen. Peter Siller, wie sieht es denn um den Zustand unserer öffentlichen Räume? Und jetzt meinen wir wirklich nicht die öffentlichen Plätze, sondern eben auch öffentliche Räume wie Kulturräume, wie Bildungsräume, wie auch Verkehrsräume. Wie sieht es denn um den Zustand unserer öffentlichen Räume aus und um die Streitkultur? Wie sehr begegnen sich in unserer Gesellschaft Unterschiede und wie sehr leben wir in Milieublasen? Also ich da vielleicht sagen, ich genieße unser Gespräch jetzt schon und zwar nicht, damit man dann immer gleich den Punkt dagegen hat, sondern dass man mal weiterdenkt. So, und da nehme ich die Frage gerne auf. Also ich will mal damit anfangen, dass man ja jetzt natürlich sagen könnte und ich vermute, dass das viele im Saale auch jetzt genau denken, ja Moment mal, wir haben doch gerade eine extrem polarisierte Situation, wir haben doch viel zu viel Streit in gewisser Weise. Das ist ja gerade das Problem, dass die ganze Zeit nur gestritten wird und ich glaube, dass man da einfach mal ein bisschen weiterdenken sollte. Ich meine, ein Problem in der segregierten Gesellschaft, nennen wir sie mal so, ist doch, dass sozusagen jeder ganz starke Emotionen hat, jeder ganz starke Standpunkte, dass die aber nicht mehr vernünftig ins Gespräch kommen, auch in ein streitbares Gespräch. Vielleicht können wir das ja mal so festhalten. Ja, jeder schimpft so vor sich hin. Ich ertappe mich auch manchmal schon dabei und ist wahnsinnig wütend und so. Aber wie kommt so eine Gesellschaft eigentlich in, ich spare mir jetzt mal dieses Wort vom Diskurs oder so, das klingt alles so anspruchsvoll, wie kommt man überhaupt sozusagen in ein Gespräch, das nicht sofort eigentlich blockiert ist durch diesen Unwillen, ja, ich will gar nicht mit dir reden, weil du hast Unrecht und so.
Und da finde ich, gibt es schon ein paar interessante Spuren, wie man in so eine Situation reinkam und wie man auch wieder rauskam, kommen könnte. Es gibt, glaube ich, schon so eine, ja, vielleicht fast anthropologische Konstante, dass Menschen auch diesen Stress nicht wollen. Und obwohl er demokratisch hoch notwendig ist. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, das spielt ja auch bei Elisabeth von Thadden eine große Rolle, dass möglicherweise die Digitalisierung, die ja sehr viele positive Aspekte hat, vielleicht auch diese Rückzüge befördert. Das könnte man zumindest mal fragen. Weil sie natürlich das viel einfacher macht, unter sich zu bleiben, in der Blase zu bleiben. Ich sage nicht, dass es im Internet nur im digitalen Welt nur Blasen gibt, aber diese Rückzüge sind leichter. Also ist eine Frage, wie können wir das aufbrechen? Ja, das ist sicher so ein Punkt. Und wenn ich da, darf ich da ganz kurz einmal konkret nachhaken, reicht es zum Aufbrechen schon, dass man sich in der Unterschiedlichkeit mal, sage ich jetzt mal ganz provokativ, mal über den Weg läuft, ja, und sieht, ja, ach, da gibt es noch Menschen, die leben anders als ich, besser, schlechter, anders. Reicht das? Also man kann das, wenn man mal so eine, wenn man sozusagen versucht, mal so eine Politik oder Theorie des öffentlichen Raums zu entwickeln, dann kann man das sicher in so Stufen denken. Ich werde da immer bescheidener. Ich würde inzwischen sagen, sich zu sehen ist schon mal gar nicht schlecht. Ja. Übrigens sich auch vielleicht zu riechen. Und sich diese, zu berühren. Und all, na, das, okay, also, weil selbst das, da, selbst da sehen ja die Welten schon sehr anders aus, wenn ich jetzt etwa mal meine Standorte der letzten Jahre durchgehe, also jeden Tag über das Cottbuser Tor zu laufen und dann, wie ich jetzt, an den Bayerischen Platz zu ziehen und dann meine Schwiegereltern in Eppendorf zu besuchen, okay, das ist so. Und zu sagen, wo sind die Orte, wo man wirklich so mal so eine, also fast schon so holistisch so eine Gesellschaft mal auch in ihrer sozialen Unterschiedlichkeit überhaupt wahrnimmt, finde ich schon wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch der Punkt, warum wir sagen, da sind wir bei dieser Staats-Privat-Frage, da gibt es ja noch was dazwischen. Da gibt es Fußballvereine, da gibt es Fußballstadien, da gibt es übrigens auch gerade eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Orte, an denen durchaus auch diese Sichtbarkeit hergestellt wird. Und dann kann man das natürlich anspruchsvoller weiterdenken und sagen, naja gut, das ist jetzt der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre zum Beispiel, und jetzt wird es natürlich hochpolitisch, wir haben gestern darüber gesprochen, was ist eigentlich der erste Raum einer sozusagen inklusiven gesellschaftlichen Begegnung? Das ist oft, übrigens auch oft leider der einzige, das ist die Schule in den ersten Jahren. Danach verliert sie sich wieder aus den Augen. Gut, da sind wir natürlich, geht es weit übers Sehen hinaus. In welchen Regeln kommt eigentlich so ein öffentlicher, also welche Regeln gibt sich eigentlich so ein öffentlicher Raum, dass Menschen auch wirklich ins Gespräch kommen und nicht sich dann zwar sehen, aber auseinanderleben. Also da geht es dann plötzlich um Regeln. Und dann ist es sicher auch so, wenn man einer Gesellschaft zumutet, dass sie sich auch in ihrer sozialen Unterschiedlichkeit begegnet und ehrlich gesagt dann am Ende schon auch Solidarität erwartet, dann ist sicher ganz wichtig, dass es auch Rückzugsräume gibt, dass es das Private gibt. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Man könnte ja sagen, naja, das Private, das ist sozusagen der Counterpart zum Öffentlichen. Ich würde sagen, beides gehört elementar zusammen. Wenn ich den Leuten zumute, sich in diese öffentlichen Räume zu begegnen, aus sozialen Gründen, aus demokratischen Gründen, dann muss ich mich auch zurückziehen können, sozusagen in meine Blase, auch in mich selber. Dann muss ich die Tür zumachen können. Also das gehört, muss man, glaube ich, auch positiv zusammendenken und nicht in Konkurrenz. Mhm. Wie sieht es um den Zustand der öffentlichen Räume aus in unserem Land? Schule hatten wir als einen Ort angesprochen. Der Zustand der Schulen ist vielerorts so, dass da es eine Fluchtbewegung gibt von denen, die sich das leisten können. Sie holen ihre Kinder raus aus der Schule, gerade hier in Berlin.
müssen wir mehr investieren in die öffentlichen Räume? Haben wir die grob vernachlässigt? Also ich würde gern weiterspielen, was Stefan Lessenich und Peter Seeler angeregt haben. Und zwar zunächst erstmal, ich fürchte, ich bin verschrien inzwischen dafür, dass ich auch immer die Überbringerin der guten Nachrichten sein will. Aber das möchte ich an diesem Punkt noch einmal tun. Mir scheint, dass sowohl die Gelbwesten in Frankreich wie auch die Fridays for Future Bewegung zeigen, dass der öffentliche Raum sichtbar gemacht werden kann durch eine Gesellschaft, die ihn in Anspruch nehmen möchte. Das, um es an Stefan Lessenich anzuschließen, die Gelbwesten sind auch deswegen an Straßenkreuzungen oft anzutreffen, weil ihre Wohnorte verwüstet sind durch die Kommerzialisierung der großen Erwerbsflächen außerhalb der Dörfer, die Marktplätze, die Cafés, die Treffpunkte in den französischen Kleinstädten haben sterben lassen, sodass der öffentliche Raum, der in den kleinen Städten und Dörfern gestorben ist, indem er auf die großen Flächen nach außen projiziert worden ist, dazu geführt hat, dass ein neuer Sichtbarkeitsmove entstanden ist und man sich darüber wundern konnte, welche Menschen das sind, die sich da an Straßenkreuzungen treffen. Aber das ist der öffentliche Raum, jedenfalls solange nicht jede Autobahn in Frankreich privatisiert ist. Sie haben zweitens darauf hingewiesen, dass, und deswegen finde ich das Wort des Neides, das kann man gern verwenden, aber warum eigentlich billigen wir denen nicht ein ganz substanzielles Gerechtigkeitsempfinden zu, das mit Neid erstmal gar nichts zu tun hat, sondern einfach sagt, verdammt nochmal, ich muss von diesem blöden, abgestorbenen Vorort 20 Kilometer in einen anderen Arbeit anbietenden Ort gelangen und ihr, die ihr in den Städten wohnt, ihr wisst überhaupt nicht, was das für ein Leben ist, das ich zu führen gezwungen bin. Und das, finde ich, ist ein Ausdruck von Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt nicht leben zu wollen wie die anderen. Das heißt auch die eigene Würde aufrechterhalten wollen und zu sagen, seht bitte, Bürger dieses Staates, Bürgerin dieses Staates, ich verlange Gehör und Aufmerksamkeit für meine existenzielle Situation und die will ich politisiert sehen und nicht einfach nur als Gefühlsausdruck in die Manege schmeißen. So, das ist das eine. Und an Peter Siller anknüpfend, ich finde, dass die Frage des Zugangs zur Öffentlichkeit, der Punkt, der leuchtet mir extrem ein. In dem Moment, wo Menschen das Gefühl haben, ich muss dieser Öffentlichkeit beitreten oder aber ich kann ihr nicht beitreten, ich schaffe das nicht. In dem Moment ist in liberalen Gesellschaften etwas zerstört. Wohingegen, wenn man den Eindruck hat, ich kann hier um Teilhabe, Gehör, Aufmerksamkeit, Anerkennung, je nachdem, worum es gerade geht, das sind ja sehr verschiedene Kategorien der öffentlichen Sphäre, ich kann dafür in die Öffentlichkeit treten. Ich bin punktuell dann da präsent, muss dort aber nicht verweilen. Ich kann auch wieder zurück in private Räume. Dann funktioniert eine liberale Gesellschaft. Und ich habe ja auch einen Beruf, also ich bin Journalistin bei der Zeit und wir versuchen da gerade, das sage ich nicht, um diese Marke zu bewerben, sondern weil es ein neues Experiment ist, auf die Gesellschaft neu zuzugehen. Ich habe neuerdings sehr viel in analogen Räumen mit Hunderten von Diskutanten zu tun, mit denen wir Fragen diskutieren, die wir auf den philosophischen Seiten aufwerfen. Und ich stoße oft auf einen ganz einfachen Satz und der heißt, wir sollen in dieser Gesellschaft diskutieren und streiten, aber diese Sprache des Streits, dieser liberalen Eliten, die sprechen wir nicht. Das ist nicht unsere Sprache. Wir drücken uns so nicht aus. Wir können und wollen so nicht gezwungen werden zu reden. Das passiert immer wieder von neuem und das heißt, der Zugang ist auch ein sprachlicher und die Frage, wie wir reden, ob wir offen reden, ob wir so sprechen, dass jeder Mensch verstehen kann, wovon die Rede ist oder aber ob wir uns in unseren Eitelkeiten verbarrikadieren und die Sprache unbedingt zum Ausdruck bringen wollen, die unserem Berufsstatus vielleicht angemessen ist. Darin sehe ich eins der Hauptprobleme dieser gegenwärtigen Öffentlichkeit. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, weil ich das wiederum auch bei Peter Siller so ansprechend fand und finde. Das stimmt, die Schule kann dieser Ort sein, aber solange wir
so leben, dass sich in einem Stadtteil wie demjenigen, in dem ich in Hamburg lebe, die Kinder alle anmelden wollen, um in einer Schule jedenfalls gemeldet zu sein und dafür ihre Wohnorte fälschen und dann mit den Klassenlehrerinnen die Kinder, man losgeht, um zu gucken, wo wohnen die eigentlich wirklich. Das heißt, wir kommen nicht umhin, um das Thema Wohnen zu reden. Wir kommen nicht darum vorbei zu fragen, wie segregiert leben wir in diesen Gesellschaften und wird man eigentlich gezwungen, sich in eine Schule hinzubewegen, bei der man den Zugang zur liberalen Öffentlichkeit erlernen kann? Oder aber muss man, darf man auch im eigenen Stadtteil bleiben und hat die gleichen Chancen? Mhm. Herr Lessel, die Frage Zugang zu den öffentlichen Räumen, Sprache eingeschlossen, ist das eine kulturelle Frage oder ist es auch eine soziale Frage, nämlich eine der Verteilungsgerechtigkeit des auch materiellen Vermögens dabei sein zu können. Gut, ich hätte jetzt so viele Anschlüsse, ich kriege das leider nicht mehr zusammen. Es ist wirklich, ich glaube, es ist selbstverständlich, dass es auch eine materielle Frage ist und vielleicht sogar am Anfang eine materielle. Also alle klassischen Konzeptionen von Bürgerrechten wissen, dass die Wahrnehmung von bürgerlichen Freiheitsrechten, auch des Schutzes der Privatsphäre gegen den Staat oder gegen Dritte, aber auch die Inanspruchnahme von politischen Beteiligungsrechten materielle Voraussetzungen haben. Ja, Bildung, Gesundheit, ein Grundeinkommen. Das ist völlig klar. Also es gibt diese, man muss kein knallharter Materialist sein, um zu sagen, es gibt diese materiellen Voraussetzungen von gesellschaftlicher Teilhabe und des Zuganges und der Wahrnehmbarkeit des Zuganges auch zu öffentlichen Gütern, Dienstleistungen und so weiter. Es geht ja nicht nur um die formale Bereitstellung eines Raumes der Öffentlichkeit, sondern auch um die faktische Möglichkeit, ihn zu betreten, sich in ihm zu bewegen und sich dauerhaft in ihm aufzuhalten. Ich würde jetzt nur noch selektiv ein paar Anschlüsse herstellen oder ein paar Fäden weiterspinnen. Ich teile erstens diesen Einwurf zu sagen, wenn wir so ein weites Verständnis von öffentlichem Raum haben, dann kommen sämtliche Politikfelder ins Spiel. Und dann kommt die Wohnungspolitik, ja, die Bildungspolitik wurde auch schon angesprochen, die Familienpolitik mit ins Spiel. Und dann kommen nicht nur meines Erachtens jetzt diese Doppeldeutigkeiten ins Spiel, die Elisabeth Fontanen jetzt angesprochen hat, sondern gerade in dem Beispiel auch sozusagen der Anmeldung der eigenen Kinder an Schulen, wo man denkt, ja, da sind liberale Öffentlichkeiten dann auch gewährleistet. Das hat auch viel dann mit der Doppelmoral der Bürgerinnen, ja, und der Institutionen in diesem Lande zu tun. Ne, genauso wie es halt so ist, wir haben darüber gesprochen, wie eine liberale Gesellschaft funktioniert und funktionieren kann. Naja, ich würde noch mal den Punkt machen, sie kann funktionieren offensichtlich gegenwärtig nur als eine illiberale Containergesellschaft nach außen. Ja, wir versuchen Liberalitäten nach innen zu gestalten, öffentliche Räume irgendwie zu öffnen, Zugang zu gewährleisten, sie zu sichern durch die öffentliche Hand und dann die Aneignung dieser Räume durch die Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Naja, aber all das unter der Rahmenbedingung, ja, dass nur wir auch den Zugang zu diesen Räumen haben, ja, dass wir nach außen ein knallhartes Containergesellschaftsregime fahren. Das sind Widersprüche, die müssen zumindest erwähnt werden, meines Erachtens. Und dann möchte ich nochmal betonen, ist klar, also diese Aneignung des öffentlichen Raumes muss durch die Bürgerinnen selber passieren. Also es muss eine öffentliche Gewährleistung der Möglichkeit geben, aber was dann passiert, ist offen. Und eines der Probleme ist nicht nur die Sprache, sondern ist halt auch, dass wir als die, würde ich jetzt mal sagen, gesellschaftlich dominanten Milieus, auch der gesellschaftlichen Diskurse, wenn man es jetzt doch mal so nennen darf, natürlich eine ganz klare Vorstellung davon haben, eine sehr bürgerliche Vorstellung davon haben, wie Öffentlichkeit zu funktionieren hat, wie öffentliche Räume auszusehen haben, wie sie zu gestalten sind. Und wenn wir uns draußen an den Theatervorplatz dann denken, dann sollen die Leute da an Bierbänken sitzen, ja, und Prosecco trinken. Wir denken dann weniger an 7 Bierflaschen und 3 Hunde, die da rumspringen, ja, und die Leute, die auf dem Boden sitzen. Das ist nicht unsere Vorstellung von einem öffentlichen Raum, ja, der Begegnung und des Zusammenlebens und dass da was passiert und Konflikte entstehen könnten und Streitigkeiten. Ich möchte noch kurz das Riechen ansprechen. Man könnte ja sagen, nicht intendierter
positive Nachricht, nicht intendierter Effekt des Klimawandels. Ja? Das Riechen wird in Zukunft häufiger werden, dass wir uns gegenseitig riechen. Ja? Und auch die Belebung des öffentlichen Raumes, ich meine, wir kennen das aus mediterranen Ländern, ja, wo auch schon vor einer Durchkapitalisierung Öffentlichkeit in einer anderen Weise gelebt wurde. Man kann jetzt, ich möchte nicht sagen von der Kultur sprechen, aber es gibt eine andere Umgangsweise mit öffentlichen Räumen und nicht nur Plätzen, ja, in anderen Gesellschaften, wo man noch mal drüber nachdenken könnte, warum ist es so? Und es ist nicht nur das Klima, sondern es ist ihre soziale Verfasstheit. Und ein letzter Punkt. Ein Beispiel, ja. Nur was Sie da meinen, wenn Sie sagen. Ich bringe jetzt ein anderes Beispiel, weil ich an meine Anfahrt gestern denken musste. Verkehrspolitik, ja, schon in den Möglichkeiten der Begegnung und des Streites unterscheiden sich Auto, Flugzeug und Bahn elementar voneinander. Ja, im Auto begegnet man sich selbst, ja, und seiner Familie, und dann ist nach 6 Stunden Anfahrt ans Mittelmeer schon der Urlaub gestorben. Gut, eine Form der Begegnung. Das Flugzeug ist nicht nur in jeder anderen Hinsicht indiskutabel, sondern auch, weil es ein Medium der Kollektivindividualisierung ist. Ja, da sitze ich neben anderen und reise irgendwo hin und bin froh, wenn ich angekommen bin. Und die Bahn, ich habe gestern ein intensives Streitgespräch geführt, hat nichts erbracht, ja, aber um die Frage, 2 Tische, 8 Personen, um die Frage, ist es angemessen, wenn der öffentliche Raum so genutzt wird, dass 2 Personen der 8 ihr Büro dort eröffnen und, ja, und Personalgespräche führen, die nächste Marketing-Sitzung vorbereiten und so weiter. Und wie gesagt, das hat, glaube ich, herzlich wenig ausgetragen. Aber es gab den Punkt, die Schwelle, ja, wo irgendjemand angefangen hat, dann gab es Solidarisierungen, ja, es gab wirklich Streit, es gab Dissoziationen zwischen den Gruppen, ja, es gab das trotzige Weitermachen, ja, es gab wirklich eine Interaktion innerhalb eines Milieus, weil auch die Bahnfahrer sind jetzt nicht so sozialstrukturell heterogen, wie man sich's wünschen würde. Ich würde gerade sagen, das war bestimmt ein ICE, und wie sieht es aus in einem Regionalzug von da nach da? Wahrscheinlich andere Gespräche, oder? Nee, Junggesellenabschiede, wo man sich auch mit streiten kann. Okay, also ich nehme 2 Aspekte, außerdem ist es wirklich eine sehr anregende Diskussion, und Sie alle bringen immer so viel rein, dass ich selber überlegen muss, wo können wir jetzt am besten weitermachen? Sie möchten am liebsten ohne meine Moderation weitermachen. Machen Sie doch. Wir alle. Also los geht's. Es ist wirklich nicht ganz leicht, diese wundervielen Bälle, die hier alle jetzt auf dem Podium liegen, weiter zu kicken. Ich möchte aber einen kicken, um ein Stichwort von Peter aufzunehmen, und das schließt aber auch an das an, Stefan sagt, es ist so. Wir sitzen da immer mit diesem Unterschied zwischen öffentlich und privat. Und ich würde gerne diesen Unterschied anfangen, in Unordnung zu bringen. Denn fast alles, was wir gegenwärtig interessant finden, findet zwischen diesen beiden Sphären in neuen Mixformen statt. Das heißt, also ich habe immer so Lieblingsbeispiele. Eines davon kennen wahrscheinlich die Berlinerinnen viel besser als wir Hamburgerinnen, nämlich die Tiny House Bewegung. Van Bole-Menzel, der Architekt, der vielen von Ihnen bekannt ist, hat auf die Flüchtlingszuwanderung dadurch reagiert, dass er winzige Häuser gebaut hat, mit denen er durch Berlin gezogen ist, zunächst mal, um Menschen in öffentlichem Raum, auf der Straßenkreuzung, am Parkplatz eine Bleibe zu zimmern. Buchstäblich winzig. Klein, aber der Ursprungsgedanke war, hier kommen viele Menschen, die brauchen ein Dach über dem Kopf, das bauen wir jetzt. Und hat es mit ihnen zusammengebracht. Das heißt, er hat den öffentlichen Raum neu besiedelt mit etwas Privatem, das plötzlich öffentlich war. Das ist eine, und die Tiny House Bewegung geht ja weit darüber hinaus, zu sagen, wir brauchen neue Räume, die auf neue Formen des Zusammenlebens, er sagt immer, ein kleiner Schritt für das Haus, ein großer Schritt für die Menschheit, die neue Formen des Zusammenlebens, in dem Räume neu gestaltet werden, zwischen diesem, ich mache meine Tür zu und bin die Gesellschaft los, und dem anderen, jetzt muss ich da wieder raus in den Kampf. Die Bahn ist ein ganz gutes Beispiel dafür. 6 Stunden ist eine faire Zeit, um zu gucken, wie man eigentlich die eigene private Reise mit der Reise der anderen verbinden kann. Aber mich interessiert eben diese Frage des Zusammenlebens in organisierter, geregelter Weise, ganz besonders gegenwärtig angesichts sowohl des Pflegenotstands, auf den wir zugehen, wie auch der Vereinzelung des Lebens. Und deswegen finde ich die Wohnprojekte, die gegenwärtig
allererste öffentliche Aufmerksamkeit und Förderung bräuchten, dass die Stadt München fast 40% der neu zu bauenden Flächen jetzt für Wohnprojekte vorsieht. Am besten 100 Leute Minimum, nicht schon wieder die Kleinfamilie. Die schafft das nämlich nicht, in dieser Gesellschaft zurechtzukommen, sondern Verbindlichkeiten zu stiften durch die Art, in der man baut. Diese Gemeinschaftsprojekte umfassen eben meistens Mischformen von privatem Eigentum und öffentlichem Eigentum. Es sind meistens Allmende-Elemente dabei, genauso wie auch einzeln gemietete, gekaufte oder geleaste. Es sind Menschen verschiedenster Professionen, verschiedenster Altersgruppen. Und das ist eine Aufgabe der öffentlichen Förderung. Die Bundesregierung hat, ich kann mir die Zahlen nie merken, weil sie derartig lachhaft ist, sinngemäß 3 Dutzend von diesen Projekten bisher wirklich am Start mit ihrer Förderung. Da muss ein Umbruch erfolgen. Wir müssen diese neuen Mischformen von Öffentlichkeit und Privatheit zu einem politischen Großvorhaben machen, damit Menschen, die ganz wenig Geld haben und diejenigen, die das mit dem Eigentum immer schon mit der Muttermilch rübergeschaufelt bekommen, endlich miteinander in freiwilligen Lebensformen zusammenkommen können. Und an der Stelle, finde ich, ist privat kein gutes Wort. Okay, und ich möchte noch den Gedanken der Kooperation, der vielleicht diese zwischen individuellem Raum und öffentlichem Raum, des Kooperierens in Sachen Wohnen, des Kooperierens in Sachen Autoverkehrsmittel, des Kooperierens sogar in Sachen Kühlschrank etc. Wir können scheren, wir kooperieren, neuer Gedanke, auch neue vielleicht Suche zwischen diesem, um diesen Gegensatz zwischen individuellem, privaten Raum und öffentlichen aufzubrauchen, anders zu denken. Und ist das, was der Staat einbringen muss, nicht vor allen Dingen Gewährleistung dessen, dass wir sowas ermöglichen können, selbstbestimmt uns unsere eigenen Formen des Zusammenlebens zu organisieren? Also ich glaube, dass diese Initiativen, diese Pioniere sehr wichtig sind. Ich merkte aber immer wieder, da bin ich vielleicht dann doch zu links und zu historisch materialistisch sozialisiert, um dabei stehen zu bleiben. So hast du das ja auch nicht gemeint. Ich sehe das so, ich glaube, ich sehe ein gewisses Problem, einen Rückzug in die Lebensform. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, dass wir das gerade auch in dieser sogenannten Postwachstumsszene, die ja eine große Rolle spielt, gerade auch in diesem grünen Spektrum, dass es eigentlich Zeit ist, das wieder für die Gesellschaft struktureller zu denken. Und dann muss man aber auch diese Impulse aufnehmen. Und das passt jetzt auch ganz gut nochmal, um das Gespräch vielleicht ein bisschen weiterzuführen. Auch jetzt vielleicht nach hinten raus ein bisschen stärker auf politische Ableitungen weiterzuführen. Also ich sehe dieses Problem der Privatisierung von öffentlichem Raum in einem negativen Sinn. Ich sehe natürlich auch sozusagen letztlich erstmal ganz klassisch marxistisch die Klassen- und Schichten aufsprengende Dialektik des Kapitalismus. Das wäre jetzt vielleicht nochmal ein eigenes Podium, aber ich finde es nicht ganz so einfach. Ja, natürlich zerstört der Kapitalismus öffentlichen Raum. Das kann man beobachten, wenn man, wie ich dann mit seinen Kindern, mal durchs Alexa Center am Alex läuft. Da könnte man andere Sachen damit machen. Aber ist das ein öffentlicher Raum? Ja, ich weiß Gott. Es gibt ja jedenfalls eine gewisse Dialektik. Ich mache ab und zu mal den Witz, dass die Orte, an denen Gesellschaft überhaupt noch zusammenkommt, auch Einkaufszentren und Fitnessstudios sind. Das ist natürlich einerseits auch nicht richtig, aber andererseits ist da ein Punkt. Ja. Denn genau. So, und was ich nur sagen will, ich genieße den Kapitalismus teilweise auch in seiner antifeudalen Sprengkraft, die er nach wie vor hat. Das ist eben irgendwie beides, aber das ist ein schwieriges Thema. Was ich aber politisch unbedingt nochmal sagen wollte im Anschluss an Stefan Lessenig: Ich glaube, der Hinweis, dass es bei diesen Zugängen dass das ganz stark eine materielle Ebene hat und letztlich auch eine Ebene von Geld und Verteilung und Umverteilung, da bin ich voll dabei. Da gibt es aber dann eine Anschlussfrage, und da wird es wirklich anspruchsvoll, das haben wir auch gestern diskutiert. Ein Staat, der sozusagen diese
materielle Seite über Steuerpolitik, über Ausgabenpolitik und so weiter von Europa bis in die Kommune zu verantworten hat, muss ich dann natürlich schon die Frage stellen, welche Strategie fahre ich eigentlich? Gebe ich zum Beispiel dieses Geld in inklusive Bildungsräume, die wirklich Teilhabe ermöglichen, oder ich werde jetzt leicht polemisch, mache ich dann halt doch meine Debatte hier 50 Euro Hartz IV mehr, was jedem gegönnt ist, und vergesst dabei völlig sozusagen diese tiefe Dimension von einer Teilhabestrategie, gerade in ihrer materiellen Dimension. Das wäre mir wichtig. Und dann nochmal dieser Punkt. Ich glaube, dass es so in dem linksalternativen, linksliberalen Milieu irgendwie so einen Kurzschluss gibt, dass der eigentlich öffentliche Raum irgendwie der ist, wo jeder kommen kann. Ihr seid alle herzlich eingeladen und ansonsten gibt es hier keine Regeln und so. Ja. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Also das ist eine wahnsinnige Aufgabe, einen Raum, also es gibt ja nicht, ist es jetzt der, ein öffentlicher Raum oder ist keiner öffentlicher Raum, sondern es ist ja eher die Frage, gibt es eine Anstrengung, das sozusagen approximativ zu einem öffentlichen Raum zu machen. Das ist ja irgendwie, Habermas würde vielleicht sagen, regulatives Ideal. Ja, so. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll in der Regelsetzung. Verstehe, in der Schule, um mal nochmal das Beispiel zu bemühen, wo einfach immer die dran kommen, die das Selbstbewusstsein haben, immer in der ersten Reihe zu sitzen und sich zu melden. Ich meine, das sind keine Regeln, die sozusagen sensibel sind für die unterschiedlichen Herkünfte von Menschen. Da musst du über die Finanzierung von Zugängen reden, aber eben auch über die Organisation dieser Räume. Und da sehe ich schon, letzter Satz, da sehe ich schon eine starke Verantwortung, ehrlich gesagt, des Staates im Sinne unserer gemeinsamen demokratischen Entscheidungen, Gesetzgebung und Regeln. Also das hat Habermas, glaube ich, echt unterschätzt, vor wie vielen Jahren, ist jedenfalls schon lang her, weil er das ja sehr anti, also diesen deliberativen Raum ja sehr antistaatlich eigentlich gedacht hat. Ja? Und ich glaube, wir sehen jetzt schon, dass diese Ordnung, die wir da brauchen, auch sehr stark in der Verantwortung einer gemeinsamen Demokratie liegt. Letzte Frage an Herrn Lessenich, bevor ich sehe die Meldung im Publikum. Wir gehen jetzt gleich ins Publikum. Ja. Nur ganz kurz die Frage nochmal. Ist es denn der Staat, der regulativ eingreifen sollte oder der Regeln festsetzt? Wer legt die Regeln fest in öffentlichen Räumen? Wie entstehen Regeln in öffentlichen Räumen? Und wie können wir die Regeln, wenn ich es richtig verstehe, regulieren? Also ohne den Staat wird es natürlich nicht gehen einstweilen in der Form, in der diese Gesellschaft verfasst ist. Also wo kollektiv und wirklich allgemein bindende Entscheidungen gefällt werden sollen, braucht es staatliche Institutionen. Die Frage ist, wie tief dann die Regelsetzungen gehen, ja? Wie man die Ordnung rahmt und wie weit man die Ausgestaltung der Ordnung schon vorgibt. Das ist natürlich dann die entscheidende Frage. Aber dass es da eine staatliche Rahmensetzung braucht, würden ja Ordoliberale für den Markt sagen, würde ich jetzt als Etatist dann mal sagen, ja, braucht es auch für die Öffentlichkeit. Noch zwei Punkte nur als Replik oder als Widerklang zu dem Gesagten. Die antifeudale Sprengkraft des Kapitalismus ist viel dran, historisch, selbstverständlich. Ja, das war eine bürgerliche Bewegung auch gegen ererbte und immer schon gegebene familiale Privilegien, klar. Nicht zu Unrecht ist davon die Rede, auch im Anschluss an Habermas, dass wir es mit einer Refeudalisierung des Kapitalismus zu tun haben. Also es entwickeln sich Milieus, wo sozusagen Status so weitergegeben wird, ja, und Geburtsrechte so viel Ausschlag geben, dass man nicht glauben würde, dass es Teil einer modernen liberalen Gesellschaft ist. Und das andere, ich sehe genau den Punkt bei der Umverteilung und der Frage, was macht man damit? Ja, inklusive Räume schaffen in allen möglichen Feldern oder irgendwelche Sozialleistungssätze ein bisschen hochsetzen. Ich würde theoretisch zustimmen,
ja, oder konzeptionell. Praktisch ist es halt so, dass so wie die Dinge stehen, für manche Haushalte 5 Euro mehr oder weniger eine Welt sind. Ja, das können wir uns nicht vorstellen. Denken wir, ah, ja, das, da ist eine S-Bahnfahrt mehr oder weniger, ist ein Problem. Ja, und deswegen würde ich es einfach nur noch mal bestärken. Und von der Idee her würde ich aber auch sagen, müssten wir eher in solche, Befähigung finde ich auch immer ein schwieriges Wort, aber in so eine Gestaltung von Räumen, dass wirklich Zugänge und Teilhabe ermöglicht sind, gehen. Und das allerletzte nur noch kurz, ich meine, ich möchte auch mal sagen, wir leben einfach in einer Gesellschaft, die auf Konkurrenz gepolt ist und wo sich Kooperation immer durchsetzen muss, ja, und sozusagen meistens aus der schwächeren Position gegen die Konkurrenzsignale. Ja, und das ist auf dem Arbeitsmarkt so, das ist auf dem Wohnungsmarkt so und so weiter. Und ich glaube, es braucht, und das ist vielleicht der Bogen zurück zu diesen staatlichen Rahmensetzungen, es braucht eine Privilegierung von Kooperation gegenüber Konkurrenz. Danke. Ich habe mehrere Meldungen im Publikum gesehen und würde gerne, dass wir vielleicht einfach aufstehen, kurz den Namen sagen und wenn Sie sich kurz fassen, sodass wirklich viele zu Wort kommen. Ich hatte ganz da hinten am Anfang genau... Ich versuche das jetzt von mir aus gesehen, links genau die Frau in dem blauen Kleid, jetzt sehe ich den, wenn Sie Danke. Anfangen. Ich denke, über Schule und so werden wir ja zum Beispiel im anderen Workshop sprechen. Ich hätte eine Frage an die drei Diskutanten, nämlich die Geschichten mit dem Alex haben mich darauf gebracht. Warum reden wir jetzt nicht über Kontrolle? Ich streite mich mit meinem Mann über Videoüberwachung, mehr oder weniger am Alex. Ist das sinnvoll oder brauchen wir doch da viel mehr Freiheit? Ich hätte ganz gerne, dass Sie darauf ein bisschen eingehen. Der Herr hinten in hellgrün, ganz in der letzten Reihe, hatte ich noch am Anfang gesehen. Ja, Sie? Hier vorne, alles klar. Heftige Wortmeldungen im ganzen Raum. Ja, ja, ich hätte, Herr Fengler, ich hätte gerne eine Frage an Frau von Tadden zu Ihrem Eingangsstatement. Was meinten Sie mit dem Votum von Greenpeace? Dann hier vorne dringende Wortmeldung und dann nehmen wir noch zwei von der Mitte und dann gehen wir erstmal wieder zurück aufs Podium, ja? Ja, Dirk Helmken aus Heidelberg. Ich meine, wenn wir mal so die 5 Sinne durchspielen, was wir versucht haben zu tun, uns sehen, ja, und riechen, berühren, mir fehlte das Hören. Ja, ich habe ein gewisses Alter erreicht, es ist ja bekannt, dass die Alten zunehmend geräuschempfindlich werden. Und da muss ich sagen, der öffentliche Raum wird zunehmend geräuschlich vermüllt. Ja, da ist überhaupt keine Überlegung dabei, bei der Entwicklung beispielsweise von Gefährten, die im öffentlichen Raum eben transportieren. Wir transportieren ja immer mehr, weil wir per Online Sachen bestellen und uns zuschicken lassen. Das muss ja alles bewegt werden im öffentlichen Raum. Und sozusagen die letzte Meile wird ja immer mit irgendwelchen Wagen, die beladen sind mit Gütern, die kleine Räder mit Hartgummi drum haben und die über Altstadtpflaster einen Lärm verursachen, der ist ja nur so grauenhaft. Das ist etwas, was beispielsweise die Konstrukteure, ja, mal überlegen könnten. Und auch diejenigen, die sich sowas anschaffen, ja, sagen, nee, sowas will ich nicht. Ich will was mit aufgebundenen Reifen oder sowas haben. Die Deutsche Bahn wurde schon erwähnt. Ne? Also was ich erlebe, wenn ich Ruhebereich buche und die Leute dann eben gnadenlos ihre Telefonanrufe empfangen, nicht rausgehen. Ich habe da auch schon einen Vater mit 2 unmündigen Kindern gesehen, der im Ruhebereich gebucht hat. Nicht? Also ja. Unmöglich. Auch das gehört zum öffentlichen Raum, dass geredet wird, ja. Aber doch gerne hier in der Mitte 2 Wortmeldungen hier, genau. Dankeschön. Angelika Wernick, ich möchte auf 2 Dinge ja nur hinweisen, das ist jetzt keine Frage oder so, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie die ganze Zeit so ein bisschen hier ausgeblendet werden. Also das Erste ist, dass es sehr, sehr viele gesetzliche Regelungen gibt. Also mein Statement zielt auf die
Benachteiligten, die ausgeschlossen sind vom öffentlichen Raum. Das sind zum einen die durch gesetzliche Regelungen weitgehend außen vor gehalten werden. Also wir können selbstverständlich uns im öffentlichen Raum in anderen Ländern bewegen und die Flüchtlinge werden durch eine Flut von Gesetzen und Maßnahmen außen vor gehalten. Und ich glaube, unser öffentlicher Raum sähe ganz anders aus, wenn es diese Regelung nicht gäbe. Das Zweite ist, kam gestern Abend auch ein bisschen zum Ausdruck, dass wir uns alle zu wenig hineinversetzen in die, die qua Langsamkeit, Behinderung oder was auch immer ausgeschlossen sind. Also wenn wir über Verkehr sprechen zum Beispiel, dann geht es ja nicht nur um öffentlichen Nahverkehr, Busse, Bahn und so weiter, sondern schon auch das sich fortbewegen in den Straßen. Wenn ich jetzt die vor Augen habe, die zu langsam sind mit dem Stock oder mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen oder Kinder oder wer auch immer, die ganzen Verkehrsregeln, finde ich, müssten geändert werden. Und wir müssten vielleicht auch mal darüber diskutieren, wie man den öffentlichen Raum angstfreier macht für ältere Menschen, die sich ich kenne sie massenhaft, die sich erschrecken auf dem Bürgersteig, weil da die Radfahrer, also inzwischen ist es selbstverständlich geworden. Ich bin leidenschaftliche Radfahrerin und spreche permanent Radfahrer an. Und dann höre ich immer, ja, ich fahre doch langsam. Und mein Reden, dass das auch ein Beispiel ist für die anderen, dass Radfahren normal ist auf dem Bürgersteig, kommt gar nicht an. Also vielleicht können wir auch mal darüber reden, ob solche Dinge eher abzustellen sind durch Regeln, durch gesetzliche Regeln, durch mehr Kontrollen oder ob wir das schaffen, das über Diskussion zu verändern. Denn das hat ganz viel mit sich fortbewegen können überhaupt im öffentlichen Raum zu tun. Ich kenne Leute, die gehen dann nach 17 Uhr im Winter nicht mehr raus. Es war noch eine Wortmeldung direkt neben Ihnen. Wenn Sie das Mikro einmal kurz noch weitergeben. In diese Richtung, genau. Und dann würde ich gerne wieder ins Podium, um erstmal die Fragen und Statements zu behandeln. Guten Tag, Thomas Hörst aus Dortmund. Sie haben ja aus der Seele gesprochen, in vielen Akzenten, die Sie da genannt haben, Frau Fontanen. Ich habe nur eine Frage. Es gibt sowas wie Integrationslotsen hier für Flüchtlinge und Multikulti-Defizitäre und solche Leute. Müssten wir nicht für die Mehrheitskultur der weißen Deutschen Integrationskurse machen, damit die mal sich ein bisschen anpassen lernen, ob aus Klassengründen sie das nicht mitbekommen oder sonst was. Verstehen Sie, was ich meine? Vielzahl von Fragen. Stichwort Videokontrolle soll behandelt werden. Lärmbelästigung im öffentlichen Raum, öffentlicher Raum, Fahrradfahrer, Fußgänger. Wie regulieren wir das alles? Und haben wir schon sehr viel Regulierung, habe ich gehört. Inklusion für die eben langsamer sind, die nicht so das Vermögen haben. Ich würde gerne mit Frau Fontanen anfangen, weil es ganz konkrete Fragen in Ihre Richtung hinten aus der letzten Reihe gab. Ja, Sie müssen bitte entschuldigen, wenn ich jetzt Einzelnes rausgreife. Ich glaube, sonst können wir nicht alle noch uns äußern. Ich möchte drei Punkte rausgreifen. Ihrem Vorschlag würde ich gerne einfach antworten mit dem Wort Schule. Dafür ist die Schule da, ein Integrationskurs für die Mehrheiten, die Minderheiten, für die gemischten Identitäten, für alle, die lernen wollen und auch müssen, miteinander zu leben. Das ist die Beschreibung, die ich mir wünschen würde. Und darüber würde ich gerne wahnsinnig viel jetzt sagen, aber dafür haben wir gar keinen Platz, denn es gibt diese Orte schon. Und warum stärken wir sie nicht so? Das ist das eine. Greenpeace empfiehlt ganz einfach 30 Quadratmeter pro Kopf. Das ist das, was ökologisch sinnvollerweise, wenn das gut wärmegedämmte, wärmeeffiziente Orte sind, bewohnt werden sollte und empfiehlt natürlich keine Single-Haushalte mit ihren Einzelverbräuchen, sondern Haushalte von mehreren Personen. Die 30 Quadratmeter, über die sind wir jedenfalls erheblich drüber hinaus. Was den Alex und die Überwachung angeht, ich kann eigentlich immer nur darauf hinweisen, dass die Kriminalitätsforschung sehr deutlich sagt, die Orte, an denen Menschen Angst haben, sind nicht die Orte, an denen Übergriffe oder Verbrechen geschehen. Die Orte, an denen Menschen wenig Angst haben, sind diejenigen, wo sie geschehen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ausgerechnet der Alex ein Ort sein könnte, wo die Überwachung gut angebracht ist. Aber das sage ich mit großer Vorsicht, weil das könnte ebenso gut sein, dass ich mich da irre. Sicher jedenfalls sind all die Villenviertel, all die privaten Domizile, wo die Menschen große Angst vor Einbrüchen und große Angst vor Übergriffen haben, die Orte, wo man keine haben müsste. Danke.
Auch vielleicht ein Wort zu der dringenden Frage Videokontrolle. Wie sichern wir öffentliche Räume? Also ich glaube jedenfalls, wenn man den Begriff, die Figur des öffentlichen Raums ernst nimmt, sowohl in der Figur der sozialen Zusammenkunft als auch in der Qualität dieses Raums oder des Guts, das in diesem Raum, um das es geht, egal jetzt, ob das Bildung ist oder der Spaziergang im Park oder der Café, was immer, ist, glaube ich, kann man sich nicht um diese Sicherheitsfrage drücken. Das machen aber leider viele. Ja. Und ich würde auch da sagen, diese Sicherheitsfrage ist ja jetzt nicht nur so eine bürgerliche Frage von, was weiß ich, mein Geldbeutel könnte geklaut werden, sondern das hat ja auch eine enorme soziale Sprengkraft. Ich meine, wer ist denn betroffen von der massiven Unsicherheit sozialer Brennpunkte? Das sind ja in allererster Mal Leute, die da leben. So. Und deswegen glaube ich schon, dass es zum Beispiel total sinnvoll ist, dass es eine Polizeipräsenz gibt, eine ausreichende an diesen Orten. Das konnte ich zum Beispiel in meiner Heimat Kreuzberg nicht unbedingt feststellen. Ja. Da hätte man sich das eher mal gewünscht. Und dass der Görlitzer Park jetzt auch nicht gerade das Role Model ist für einen gelungenen öffentlichen Raum, kann man, glaube ich, auch festhalten. Ich glaube, am Ende des Tages muss man da halt schon eigentlich zwischen zwei Sachen unterscheiden. Öffentliche Begegnung ist, das ist ein entscheidender Punkt, kann Stress bedeuten. Und dieser Stress ist notwendig. Und ich mag das auch ganz gerne, egal jetzt ob in der Regionalbahn oder wenn sich dann die Familie mal in den Ruhebereich setzt, wenn dann die einen sagen, ey, ich könnte immer ruhig sein, das ist mir jetzt zu laut, und die anderen sagen, hey, krieg dich mal ein, ich habe 3 Kinder, da war nichts mehr frei. Versteht ihr, so funktioniert eine Gesellschaft und nicht so, lasst uns in Ruhe. Und gleichzeitig musst du natürlich sicherstellen, dass die Menschen nicht um ihr Leben, ihren Körper, auch nicht um ihren Geldbeutel fürchten. Und da hat ein Staat und eine Gesellschaft eine hohe Verantwortung, beides hinzukriegen. Ich habe in dem Votum mit dem Lärm und Lärmbelästigung noch was anderes rausgehört, dass wir öffentliche Räume kaputt machen, indem zum Beispiel Autobahnen, jetzt mal eine ganz andere Geschichte, ne? Autobahnen, die Lärmbelästigung durch Verkehr, Stressbelästigung dadurch, dass sie eben nicht als öffentliche Räume... Belästigung durch Blech, Lärm und Abgase, so sehen wir Grüne so, das. Ja. Das so sehen wir Grüne anders, das. Ja. Genau, haben wir einen romantischen Begriff da. Nee, Sie haben die sozusagen das Schlusswort, um nochmal auch Ihre Antworten zu geben auf die Statements. Das Schlusswort, das ist eine Machtposition. Ja, eindeutig, ich wollte gewollt. Zwei Punkte aufnehmen. Einerseits das mit der Sicherheitsfrage, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, man braucht neue Formen der Sicherheitsproduktion, ja, in solchen, wenn es Räume der Begegnung sein sollen. Also Videokontrolle, da gibt es sehr gute soziologische und nicht soziologische Analysen dazu, dass sich die Beobachtung von Räumen und das subjektive Unsicherheitsgefühl wechselseitig aneinander steigern. Dass es sozusagen ins Unendliche geht und immer mehr Kontrollen her müssen. Also eine andere Frage ist eine bürgerinnennahe Polizei, ja, oder also eine Sicherheitsproduktion, die mit den Bürgern auch interagiert, ja, und nicht irgendwo Kameras aufhängt. Ansonsten würde ich einfach nochmal den Punkt stark machen, ich glaube, der hat ja immer jetzt eine Rolle gespielt, dass Begegnung auch heißt, und da denke ich jetzt auch an so Fragen der Rücksichtslosigkeit, Begegnung heißt ja auch die Möglichkeit und vielleicht auch die Zumutung der Perspektivenübernahme. Ja, dass man auch mal sich in den anderen, die andere hineinversetzen kann, ja, in ältere Menschen, die Angst haben vor Fahrradfahrerinnen auf Bürgersteigen, in Räumen, wo man eben dann auch Geflüchteten begegnen kann, weil sie keine Residenzpflicht haben, ja, sondern weil sie sich frei bewegen können. In diesen Räumen passiert etwas. Ja, und in den Räumen der Begegnung wird, glaube ich,
Rücksichtslosigkeit strukturell abgebaut. Und es wird auch Gleichgültigkeit strukturell abgebaut. Ja, Gleichgültigkeit, also ich finde, wir Soziologinnen sollten ja immer in Beziehungen denken. Ich finde, hier ging es ganz viel um soziale Beziehungen. Und Gleichgültigkeit ist auch eine Beziehung, aber der Beziehungslosigkeit. Ja? Ich setze mich in anderen zu einer Beziehung, von der ich behaupte, das sei eine Nichtbeziehung. Und Begegnungsräume können genau das durchkreuzen und uns zeigen, dass wir in Beziehung mit an anderen stehen. Und im Zweifelsfall mit antagonistischen Beziehungen, ja? Oder in Umständen. Oder umkämpften oder ja, in Beziehungen der Antipathie. Ja, das gehört alles dazu. Vielen herzlichen Dank. Zusammen leben, ein Gespräch über die Philosophie und Praxis der Öffentlichkeit in der segregierten Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, wir haben angefangen, wir haben Fragen aufgeworfen und wir haben eigentlich ein Plateau aufgemacht für weitere Gespräche, die Sie heute im Laufe des Tages hier noch führen werden. Ein Weiterdenken, was weit wahrscheinlich über die Konferenz auch hier hinausgeht. Ich danke für diese wirklich sehr dichte, wie ich fand, und sehr volle Stunde Diskussion. Stefan Lissenich, Elisabeth von Thadden und Peter Siller. Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs engagierte Zuhören.